Das Superwahljahr 2013 beginnt für die Freie Wähler Landtagsfraktion mit der Winterklausurtagung in Landshut. Für den Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag, Hubert Aiwanger, stehen die Menschen im Mittelpunkt der Politik. Er macht klar, warum die Freien Wähler in der Landespolitik unverzichtbar sind. Die Freien Wähler sind eine Partei mit gesundem Menschenverstand. Wir haben seit Jahrzehnten sehr viele Bürgermeister und Kommunalpolitiker, also Leute, die wissen, was draußen los ist, die nahe an den Bürgern dran Politik machen. Und dieses politische Wissen gilt es jetzt in der Landesebene noch mehr zur Geltung zu bringen. Nicht irgendwelche Parteiideologien, die am Ende an der Realität scheitern, wie es Schwarz-Gelb vorexerziert, sondern vernünftige bürgernahe Politik, wo sich der Bürger wieder ernst genommen fühlt und wo er auch ernst genommen wird. Das ist unser politisches Ziel. Deshalb sind die Freien Wähler hier unverzichtbar. Jutta Wittmann, mittelstandspolitische Sprecherin der Freie Wähler Landtagsfraktion und Ausrichterin der Klausurtagung, berichtet, dass viele mittelständische Unternehmen vom Bürokratismus ausgebremst werden. Gerade bei den Handwerkern. Der Mann ist draußen auf der Baustelle mit seinen Mitarbeitern und die Frauen sitzen im Büro. Und auf diese Frauen kommt der ganze Bürokratismuswahn, der wo so aus Brüssel, aus Berlin oder auch aus Bayern kommt, landet bei diesen Damen auf dem Tisch. Die Auflagen vom Finanzamt, Rentenversicherung, Zoll, Künstlersozialkasse, GEMA und Berufsgenossenschaft, alles was daherkommt. Alle Parteien reden von Entbürokratisierung und so weiter. Aber wir Freien Wähler, wir fordern für diese kleinen Firmen, fordern wir bürokratieberuhigte Zonen. Mit großem Engagement und Erfolg setzen sich die Abgeordneten auch für bessere Bildung ein. Der hochschulpolitische Fraktionssprecher Professor Michael Piazzolo zum von den Freien Wählern initiierten Volksbegehren zur Abschaffung der Studiengebühren. Im Moment sind wir sehr zuversichtlich. Wir haben in den letzten Wochen intensiv gearbeitet, dass es klappt. Haben 80 regionale und lokale Aktionsbündnisse aufgestellt und gerade auch eine Umfrage mitbekommen, dass 72% der Bayern die Studiengebühren abschaffen wollen. Das gibt Rückenwind. Den hohen Kosten bei der Meisterausbildung im Handwerk möchte die Freie Wähler Landtagsfraktion ebenfalls etwas entgegensetzen. Die Abschaffung der Studienbeiträge finde ich ist eine gute Gelegenheit, auch mal die berufliche Bildung in den Fokus zu stellen. Wir haben zeitgleich mit der Abschaffung der Studienbeiträge auch gefordert, dass es eine Art Weiterbildungsprämie, Meisterprämie gibt. Das heißt, wir wollen auch die Förderung der beruflichen Bildung mit den Studienbeiträgen verknüpfen. Im Hintergrund muss man dazu sagen, die berufliche Bildung, die Fachkräfte werden auch im beruflichen Bereich sehr knapp werden und da brauchen wir eine Förderung. Im nahegelegenen Wasserkraftwerk in Landshut informierten sich die Abgeordneten während ihrer Klausur über die Umsetzung der Energiewende. Große Versäumnisse der Bundes- und Staatsregierung sieht Thorsten Glauber, energiepolitischer Fraktionssprecher. Wir haben heute wieder hier in Landshut gesehen, dass ohne ein einheitliches Konzept, ohne einen Masterplan, wir die Energiewende in Bayern, in Deutschland nicht hinbekommen werden. Wir brauchen diesen Masterplan, um die verschiedenen Verbraucher, um die verschiedenen Erzeuger zueinander zu bringen, um einen Netzausbau möglichst gering zu halten. Deshalb diese klare Forderung von uns. Der Justizskandal um den in der Psychiatrie untergebrachten Güstel Mollat bietet einiges an politischem Zündstoff. Für den parlamentarischen Geschäftsführer und rechtspolitischen Fraktionssprecher Florian Streibel ist der Fall noch lange nicht abgeschlossen. Zuerst wollen wir die ganzen Schwarzgeldvorwürfe, die von Herrn Mollat erhoben worden sind, die wollen wir aufklären, weil hier stößt man bei der Staatsregierung, aber auch bei den Behörden auf eine Mauer des Schweigens. Und das macht es natürlich auch politisch interessant, dass man sagt, warum wird hier eigentlich vertuscht? Und hier gibt es noch so einen großen Aufklärungsbedarf. Und das Zweite ist natürlich auch das Schicksal von Herrn Mollat, das so, sagen wir, auch tragisch ist, dass man sagt, hier muss der ganze Fall neu aufgerollt werden, um den Herrn Mollat am Schluss auch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Am Ende der Klausurtagung fasst der Fraktionsvorsitzende Hubert Aiwanger zusammen. Wichtig für die Freien Wähler sind mehr Bürgernähe und Sachorientierung. Und das kommt bei den Menschen an, bestätigt auch die aktuelle Wahlumfrage des Bayern-Trend 2013. Ich bin mit diesem Umfrageergebnis natürlich sehr zufrieden, wäre aber nicht zufrieden, wenn das Wahlergebnis wäre. Aber ich bin auch überzeugt, wir bekommen am Ende mehr als diese 9% in den Umfragen. Wir hatten bei früheren Umfragen vor der letzten Landtagswahl 6-7%. Die Realität waren dann 10%. Wenn wir jetzt in den Umfragen 9% bekommen, dann bin ich überzeugt, wir bekommen am Ende deutlich mehr als 10%.
Bis zur Landtagswahl im September bleibt noch viel zu tun. Die Freie Wähler-Landtagsfraktion positioniert sich dabei als Garant der bürgerlichen Mitte. Ihre Themen sind klar und bürgernah. Von der Bildung über die Verbesserung der kommunalen Finanzlage, die Stärkung des ländlichen Raums bis hin zu einer entschlosseneren Umsetzung der Energiewende wollen Sie Bayern voranbringen und die Staatsregierung weiter unter Druck setzen.